Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Toy Story 2. So, jetzt endlich ein super Level. Der böse Imperator Zurg. Das wird ein eigenes Video, das muss ein eigenes Video werden. Das ist einfach klasse. Ich finde den Typen so super. Ich habe auch Toy Story 3 gekauft. Ich weiß aber nicht, für welche Version. Es gab ja nur eine Version, wo man den Zurg spielen konnte. Ich hoffe, das war die PC-Version. Ich hoffe es. Ich weiß es aber gerade nicht. Das wäre richtig geil. Mann, Zug spielen. Okay, er sieht natürlich jetzt hier so ein bisschen blass aus. Wie neu verpackt. Ich weiß gar nicht, ob wir den so anhauen. Ich glaube, ja. Oder könnte man auch irgendwie die Bälle zurückschleudern? Ich muss ehrlich gestehen, bei dem ist das echt... Achso, die Grünen, genau, die Grünen kommen zurück. Bei dem ist das echt so ein bisschen tricky alles. Der ist auch gar nicht so einfach. So, da muss man immer so ein bisschen hinterher rennen und... Ja gut, diese grünen Bälle, die müsst ihr, wenn ihr es schafft, besten entweder so abwehren oder durch das Drehen. Und immer auf den Zug hier so drauf. Der wird dann in regelmäßigen Abständen das machen. Verdammt. Also es kann sein, wenn ihr Pech habt, dass ich hier runterknallt, wenn ihr den zu nahe kommt. Also da müsst ihr euch immer so ein bisschen beeilen und dann immer so ein bisschen kommen lassen. Den so hier so möglichst in die Mitte lenken, damit ihr genug Zeit habt, an den Rand zu kommen. Also immer schön in die Mitte ziehen. Ich weiß gar nicht, die Bälle müsste man auch abwehren können. Eigentlich, ja. Zack. Also der dauert ein bisschen länger. Glaube ich so als die anderen Bosse einfach. Das ist aber... Weiß nicht, das muss auch sein. Der ist einfach klasse, der Boss. Oh, jetzt habe ich es natürlich verpatzt. Also immer schön ihn hier mit in die Mitte nehmen. Ach, okay. Wenn er hüpft und das dann versucht, das geht natürlich nicht. Also ich glaube, hier ist auch so das Erste, dass ich mein Leben verliere. Weil der ist einfach auch nicht ohne. Oh, ja. Volltreffer. Ein epischer Kampf. Gut, wenn man natürlich so andere Bosse aus neueren Spielen kennt, ist das natürlich nicht wirklich das Geilste, aber es ist... Es war, ich habe mich früher einfach so dermaßen gefreut, als ich das Level... als ich an diesen Level ankam und gegen den zocken konnte. Bah. Es ist halt immer noch so eine Erinnerung, worauf ich mich immer noch freue. Ja, sehr, sehr kurzes Video. Aber ich finde einfach, der hat ein eigenes Video verdient. Und leider ist die Zeit auch schon wieder rum. Und den Flughafen, den machen wir beim nächsten Mal. Und bis dahin auf Wiederschauen.